Ja, wir kümmern uns heute auch ganz besonders um die Irrtümer der Ökologisch-Demokratischen Partei, der ÖDP, die wir nur deswegen behandeln, weil sie noch die am wenigsten fehlerhafte Partei ist, ja, denn sie hat also die stärkste Beziehung zur Gemeinwohlökonomie. Und leider ist es natürlich so wie überall, dass eben leider eben dieses viel Licht und Schatten ist. Also einerseits gute Aspekte und wiederum sehr große Irrtümer und große Schädigungen der eigenen Volkswirtschaft, die in ihren Konzepten drinstecken. Aber dazu später wieder wie üblich erst die Kurznachrichten und wir beginnen wie immer mit Corona-Kurznachrichten. Ja, Schweden wirft der WHO die Fehldeutung von Daten vor. Also Tegnell sagt, wir machen mehr Tests und dadurch haben wir natürlich auch automatisch mehr Falsch-Testpositive oder überhaupt mehr Testpositive, aber wir haben faktisch weniger Kranke. Also das heißt, dieses Benutzen der Tatsache, dass Schweden mehr testet, entspricht halt diesem statistisch fehlerhaften Denken, wo man überhaupt nicht berücksichtigt, überhaupt kein statistisches Wissen anwendet, richtig anwendet, dass natürlich, wenn mehr getestet wird, automatisch auch mehr Testergebnisse vorkommen. Das ist für jeden Statistiker selbstverständlich, aber nicht mal die einfachsten Grundbegriffe des statistischen Denkens werden von der WHO oder von anderen Organisationen berücksichtigt. Es geht da eben, da regiert die absolute Unkenntnis und die Unwissenheit. Ja, Bodo Schiffmann mit seiner neuen Partei, er sagt quasi, dass aus Grippetoten wurden Corona-Tote gemacht, also die wurden umetikettiert, weil die Tests eben auch offensichtlich da gar nicht sauber trennen zwischen Grippe und Corona. Ja, dann haben wir Professor Christian Kreis in die Playlists aufgenommen. Schauen Sie also bei den Sendern, bei den verschiedenen Sendern, besonders beim Sender News und Talks für Gebildete, finden Sie dann in den Playlists 1, 2, 3 jetzt auch eine Sendung mit Professor Christian Kreis, weil er ganz deutlich sagt, sozusagen, dass die kapitalistischen Gesundheitssysteme, dass das kapitalistische Gesundheitssystem macht uns alle krank sozusagen. Und das wiederholt er auch zweimal. Also irgendwie so, dass unser Gesundheitssystem uns alle krank macht, weil es um Geld geht und für die, er erwähnt eben auch so ungefähr, dass eben Gesundheit eben die größte Gefahr für die Pharmaindustrie ist. Und diese große Gefahr muss verhindert werden. Also Gesundheit muss um jeden Preis verhindert werden. Er sagt das so, als wäre das durchaus ein aktives Ziel der Pharmaindustrie. Wir sagen ja, das sei das, was rauskommt, wenn so viele gewinnbringende Irrtümer, so viel vorteilbringende und karrierefördernde Irrtümer zusammenkommen in der Pharmaindustrie, dann ist man überzeugt, Gutes zu tun, aber faktisch bekämpft man die Gesundheit und fördert die Krankheit. Ja, das ist aber aus unserer Sicht handelt es sich um nicht bewusste Prozesse. Aber Professor Christian Kreis, seine Sendung war es wert, in unsere die von uns empfohlenen Playlists aufgenommen zu werden. Ja? Entsprechend haben wir auch die ÖDP eben überall aufgenommen, weil sie eben auch noch die wenigsten Fehler macht. Ja. Dann wurde thematisiert in Sendungen, dass der Lockdown ein Suchtverstärker ist. Ja, das kann ich auch selbst bestätigen. Ja, der Lockdown als Kollateralschaden ist es ganz sicherlich so, dass die Menschen noch konsumsüchtiger werden, weil ja das Sozialleben, das Sportleben und so weiter noch stärker zerstört wurde durch den Lockdown und dadurch natürlich die Suchttendenzen, die Ersatzbefriedigungskonsumtendenzen
Grenzen natürlich sozusagen gesteigert wurden. Ja. So, dann gehen wir mal drauf ein, auf die Irrtümer all derjenigen, die wir ja hier auch aufgelistet haben. Ach so, hier habe ich unser Tagesbild noch etwas unterschlagen, ja, aber das können wir ja nachher wieder öfters reinbringen. Ja, also wir haben ja hier immer diese Liste derjenigen, die wir deswegen erwähnen, weil sie sich zwar irren, aber sie sich immerhin weniger irren als andere Gruppierungen, die sich noch viel, ja, letztendlich noch viel deutlicher irren. Ne? So, jetzt muss ich mal gucken, woran das jetzt hier wieder liegt. So, naja, gut, es klappt heute nicht so gut mit der Seitenaufteilung, aber Sie sehen's, wir haben die ÖDP mit aufgenommen, weil sie sich trotz ihrer vielen Irrtümer eben insgesamt weniger irrt als die anderen Parteien, die noch weiter weg entfernt sind von sinnvollen Lösungen. Ja? So. Müssen wir heute drei Seiten machen. So, dann gehe ich mal drauf ein, so auf einige Punkte. Ja, die ÖDP, die haben wir bis jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Hier in Köln habe ich gestern einen Zettel von der ÖDP, einen Flyer bekommen und da kann man mal einige Punkte drauf eingehen, ja. Ja, sie wollen, dass also auch die Kölner Kommune gemeinwohlorientierten Unternehmen bei der Vergabe von Projekten Vorrang einräumen. Also sie wollen, dass das gemacht wird. Und da ist jetzt, stoßen wir wieder auf das Problem der Gemeinwohlökonomie und der Gemeinwohlbilanz, dass es sich da um eine Willkür-Einschätzung geht. Letztendlich von Wirtschaftsprüfern für Gemeinwohlbilanzen sozusagen, die dann subjektive Einschätzungen vornehmen und daraus ermisst sich der Punktwert, der Gemeinwohlbilanzpunktwert. Und darauf darf natürlich, auf solchen subjektiven Einschätzungen, darf natürlich eine städtische oder staatliche Einrichtung natürlich keine Bevorzugungen stürzen, weswegen wir ja sagen, erst mit der Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten als knallharten Daten, die also keinerlei Einschätzungsproblematik unterliegen, außer dass natürlich der Bürger selbst sich einschätzt, aber das ist unvermeidlich. Aber ansonsten ab dem Moment, wo die Wohlfühlstimme abgegeben wurde und die Gesundheitsaufwandsdaten, die unterliegen keiner Einschätzung, die können ganz konkret in Finanzzahlen wiedergegeben werden und dadurch kann die Wirtschaft in Richtung Gemeinwohl gelenkt werden und weil Verdienstzuschläge gibt es nur noch für Wohlfühlstimmen verbesserndes und Gesundheitsdaten verbesserndes Handeln sozusagen aller Hausärzte und Wirtschaftsbeteiligten, aller Supermarktleiter, aller Restaurantleiter und so weiter. Und so sagen wir, ja, sozusagen, die Gemeinwohlbilanz ist zu ungenau. Das gibt zu viel juristische Streitereien, weil dann eine Prozessflut droht. Hier, die Gemeinwohlbilanzierung ist bei uns war bei uns fehlerhaft und so weiter. Und darüber wird man sich dann vor Gericht prügeln und dann wird die ganze Entscheidungsfindung blockiert über Jahre hinaus. Ne? Ja. Aber eben schon all die Formulierung gemeinwohlorientierte Gestaltung der Stadt ist im Prinzip ja richtig. Nur die Frage ist, wie macht man es? Macht man es über die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten mit harten Daten oder nicht? Ja, und dann
kommt etwas, was eben immer wieder kommt, so kostenlose Fahrt in den öffentlichen Nahverkehr, also im KVB, für die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung und so weiter überhaupt. Und dann überall geht es die ganze Zeit, geht es auch um teilweise kostenlose Fortbewegung. Das ist aber aus unserer Sicht wieder, aus Sicht der Next Scientist for Future.de wieder der falsche Weg, weil wir brauchen einen Abbau der Konsumsucht. Wir brauchen also Degrowth-Prozesse und Postwachstumsprozesse bei der Mobilität, ja, aber nicht noch Anreize für eine konsumsüchtige Übernutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn auch das würde sich in erhöhten Ressourcenverbrauch und so weiter niederschlagen, ja. Ja, und dann schließt man sich leichtfertig den Forderungen von Fridays for Future und Parents for Future an und setzten auf eine Politik, die das Erreichen der Klimaziele schafft. Ja, die Wohlfühlstimme ist da viel präziser. Die sorgt dafür, dass es alle Firmen aufhören mit Toxinen, mit Giftausschüttungen, mit Luftschadstoffen, die uns direkt hier unmittelbar vergiften, aufhören mit Autoabgasen, die uns unmittelbar vergiften und so weiter. Ja, aber CO2 ist nun mal etwas, das seinen Schaden erst weltweit entfaltet. Ja, das heißt also, CO2 und so weiter muss entweder durch eine weltweite Regelung gemacht werden, so dass alle Staaten also gleichermaßen viel und mindestens erstmal ein Club der Willigen, zu dem mehrere der ganz großen Staaten gehören müssen am Anfang, sozusagen, und wodurch dann möglichst schnell angestrebt wird, dass alle circa 200 Staaten der Erde genau den gleichen fairen Preis bezahlen für jede Form der CO2-Emissionen und der anderen Emissionen auch. Ja, man sollte gleich alle Luftschadstoffe mit einbeziehen. Ja, und da ist eben genau der Punkt, dass damit die ÖDP wieder das machen würde, was Fridays for Future fordern. Wir schädigen die deutsche Wirtschaft, sorgen für ein Absteigen Europas und Deutschlands in der Weltrangliste aller Staaten und beschädigen Deutschland und helfen damit der dritten Welt nach oben sozusagen. Und diese gleichmacherischen Tendenzen sind eben schädlich für die deutsche Wirtschaft und deswegen, das werden auch die Mehrheit der Bürger ahnen, dass es dagegen sie geht und deswegen ist sowas sowieso nicht mehrheitsfähig. Ja? Aber es ist wichtig, dass man versteht, das ist halt wieder so, dass da eben man wieder eben nicht bedenkt, was das für volkswirtschaftliche Schäden für Deutschland hat. Ja? Und Schluck Wasser. Der einzige Weg, wo Deutschland bei CO2 Vorreiter werden könnte, ist, wenn Fridays for Future und Greta Thunberg und so weiter mit den Next Scientists for Future kooperieren würden und dann einen Deal aushandeln würden. Einen Deal, nämlich den Deal, dass von den 500 Milliarden jährliches Wirtschaftswunder, die durch die 20 Reformen der Next Scientists for Future erwirtschaftet werden, dass man davon sich den Luxus leisten kann, den Vorreiter beim Klimaschutz zu machen und dass man dann den Deal so führt, dass der nächste Staat, zum Beispiel die USA, die 20 Reformen der Professoren nur bekommt, wenn sie auch einstimmen, den gleichen Prozentsatz wie Deutschland für den Klimaschutz einzusetzen. Und das könnte also nur über solch eine Dealkette könnte Fridays for Future erreichen, dass es dann volkswirtschaftlich vertretbar wäre, von einem schon erwirtschafteten Wirtschaftswunder Teile davon für den Klimaschutz einzuwenden und damit Deutschland als erstes Land der Erde als Vorbild klimaneutral zu machen. Aber
Das geht nur über solch einen Deal. Und da Fridays for Future diesen Deal bis jetzt noch nicht geschlossen hat mit Next Scientist for Future, kann bezüglich des Klimas nichts gemacht werden. Professor Hans-Werner Sinn hat das ja auch ganz deutlich gemacht, dass sogar es bedeuten würde, wenn Deutschland ohne dieses Wirtschaftswunder einen Alleingang machen würde und ohne dass es dann eine Kette von Nachfolgestaaten gäbe, dass der die Folge wäre, dass Deutschlands, dass die Ölstaaten sozusagen Panik kriegen würden, so nach dem Motto, oh, Deutschland kauft kein Öl mehr bei uns, also müssen wir jetzt schnell noch mehr Öl als bisher fördern und es zum billigeren Preis an die Reststaaten verkaufen, damit wir überhaupt noch ein Geschäft dabei machen, weil es scheint jetzt zu beginnen, dass das Ölgeschäft ausläuft. Und diese Panik würde dazu führen, dass sozusagen der Rest der Welt billiges Öl kriegt und also noch mehr CO2 weltweit ausgestoßen wird. Also eine Vorreiterrolle ohne diesen Deal mit Next Scientist for Future würde quasi zu dem paradoxen gegenteiligen Effekt führen, dass die CO2-Ausstöße der Restwelt drastisch ansteigen würden. Das rechnet ja Professor Hans-Werner Sinn richtig vor, ja? Ja, und dann kommt die Idee eines Kinder- und Jugendparlaments. Generell hat ja die ÖDP sozusagen so demokratische Vorstellungen, ja, die werden nicht kommen. Das würde ja bedeuten, dass die politische Kaste, gerne wird es ein bedeutungsloses Kinder- und Jugendparlament geben können, ja, da kann man dafür Geld ausgeben, oh, das ist sinnlos, aber dass es dann wirklich was zu sagen hätte, wird nicht kommen, weil dann nämlich wieder das Motto herrschen würde, was ich so oft gesagt habe, dass man an die Politiker ja rantreten müsste und sagen müsste, wir haben euch nichts zu geben, da wir ja die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten, also da wir euch kein gesünderes, glücklicheres und längeres Leben bieten können, haben wir euch nichts zu bieten. Wir wollen euch nur von eurer Machtfülle wegnehmen durch ein Kinder- und Jugendparlament. Da wird die Politik sagen, Dankeschön, ihr wollt euch uns also nur was wegnehmen und nichts geben. Na, das ist kein Geschäft für uns, also tschüss. Ne? So wird das kommen. Ja? Ja, und kommunales und genossenschaftliches Bauen wollen sie, um Wohnraum ohne Profitmaximierung von großen Konzernen zu schaffen. Das ist auch wieder volkswirtschaftlich naiv und weltfremd und schädlich. Denn dann kommunales Bauen, haben wir dann genauso gutes kommunales Bauen wie beim Flughafen Berlin-Brandenburg, ja, mit genauso viel Geldverschwendung und allem. Nein, also da ist es besser, mit der Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten die Wirtschaft, die Bauwirtschaft dazu zu bringen, dass sie menschenfreundlich, sogar, vielleicht sogar also Wohngemeinschafts-Kommunentaugliches, biologisches Bauen macht, gesundheitsförderliches Bauen, lebensqualitätsförderliches Bauen macht sozusagen. Und dass man, wenn der Rahmen der Wohlfühlstimme und der Gesundheitsdaten stimmt, sozusagen dann gezielt Marktelemente im Baum einsetzt und eben so vorgeht, dass das, wie die Next Scientist for Future das empfehlen, dass das Wohnungsamt das einzige auszubauende Amt ist. Alle anderen schrumpfen sich gesund durch die Reform der Next Scientist for Future. Das Wohnungsamt muss ausgebaut werden als einziges, weil dann die Wohnungsämter als Mieter, als Hauptmieter auch der Neubauwohnungen und so weiter auftreten und dies dann so vermieten, dass das Recht auf Wohnen für alle gewahrt werden kann, sodass wir dann die ganzen Obdachlosen von der Straße bekommen, Recht auf Wohnung und Pflicht auf Wohnung und das Wohnungsamt ist der Hauptmieter, der dafür sorgt, dass unter Berücksichtigung der Wohlfühlstimmen und der Gesundheitsdaten, dass einvernehmliche Hausgemeinschaften funktionieren und die Obdachlosen nicht sozusagen zu Problemmachern in den Wohnhäusern werden, sondern sich
ordentlich einfügen. Die kriegen alle Anleitungen, die sie brauchen vom Wohnungsamt, dass sie sich da sozialverträglich gut einfügen können in die Hausgemeinschaften sozusagen. Ja? Und das heißt also sozusagen, Planwirtschaft ist gut, wenn es Wohlfühlstimme ist und ein planwirtschaftliches Schutzdach ist, aber ein ganzes, also Wohnungsbau planwirtschaftlich zu machen, heißt eben Ineffizienz, volkswirtschaftliche Schäden. Lieber den straffen planwirtschaftlichen Rahmen um das Bauen drum lassen und dann den Marktelementen und Marktkräften es überlassen, dass dann optimal Wohnraum gebaut wird, und wenn dann das Wohnungsamt als Mieter auftritt und sowieso in alle Mietverträge einsteigt, die im Moment schon staatlich bezahlt werden, ja, und dann als Hauptmieter sozusagen immer dazwischen steht sozusagen und dann nur noch untervermietet, dann haben wir eine gute Marktsituation und kriegen hochqualitativ bestmöglichen neuen Wohnraum und ja. Und da werden auch die Baufirmen selbst überlegen, wo ein Verdichten zu stark wäre. Sie werden selbst dafür sorgen, dass viel Grün überall ist und dass Gärten und essbare Landschaftsteile überall mit dem Bau, mit dem Neubau verbunden sind und so weiter, ja, so dass wir überall wieder natürliche Nahrung sozusagen wachsen lassen, in Verbindung mit dem gesunden Bau, ne? Ja, und dann, wo sind weitere? Ja, wie gesagt, das habe ich schon gesagt, diese Fehlanreize. Wir müssen generell weg von Mobilität, auch von öffentlicher Mobilität, weil die kostet auch Geld und Ressourcen, und nicht jetzt auch noch eine konsumsüchtige Übernutzung des öffentlichen Nahverkehrs sozusagen noch auslösen. Ja. So, ja, das waren jetzt schon mal einige der ersten Fehler. Das war dieser Flyer sozusagen von der ÖDP Köln. So, dann weiter mit weiteren Irrtümern. Ja, ohne die Wohlfühlstimme. Die ÖDP spricht also ganz viel davon, dass sie also sozusagen dieses ganze System, was wir jetzt haben, dass die Lobbyisten und die High Society zusammen mit der politischen Kaste das Land regieren sozusagen. Das wollen sie beenden. Aber das wird nicht funktionieren, denn ohne die Einführung der Wohlfühlstimme wäre auch die ÖDP dann, wenn sie endlich 51% hätte, also gegen die politische Kaste entscheiden könnte, wäre sie selbst genauso wie die Grünen wieder Teil der politischen Kaste, nämlich Freund der Lobbyisten. Also viele Jahre Zeit würden genauso wie bei den Grünen bewirken, dass die ÖDP auch Freund der Lobbyisten und der High Society geworden ist und dann selbst auch längst schon wieder Parteispenden angenommen hat und so weiter, lange bevor sie die 51% überhaupt erreichen würden. Also da besteht keine Chance, das sind unrealistische Träumereien. Rein mit der Wohlfühlstimme. Wir müssen alle zusammen die politische Kaste überzeugen. Liebe Politiker, macht Geld alleine glücklich? Wenn ja, wenn Geld wirklich alles ist, gut, dann können wir nichts machen, weil dann müsst ihr weiterhin die Geschenke der Lobbyisten annehmen und der High Society und die Jobs, die ihr nach der Politik dann bekommt, in der Wirtschaft und so weiter, weil wenn Geld allein glücklich macht, aber wir könnten euch nur anbieten, dass ihr über die Wohlfühlstimme 10-mal mehr Gesundheit bekommt, 10-mal mehr Lebenslust, vor allem auch für eure Kinder, Enkel und Urenkel, ja? Und dass ihr viel mehr Langlebigkeit bekommt. Und wenn ihr entscheidet, aha, das ist uns mehr wert als die Geschenke der Lobbyisten, dann bitte stimmt für die Wohlfühlstimme.
Ja, und dass diese Verhandlungen müssen wir führen. Also, liebe politische Kaste, wir wollen euch ganz viel geben, was viel mehr wert ist als der Verlust der Geschenke der Lobbyisten und der High Society. Ja, wir wollen euch viel mehr Gesundheit, zehnmal mehr Gesundheit, zehnmal mehr Lebenslust und Lebensfreude und viel mehr Langlebigkeit Richtung 127 Jahre schenken und geben. Und dafür müsst ihr nur die Wohlfühlstimme als neue zusätzliche Wahlstimme einführen, kombiniert mit den Gesundheitsdaten, sodass wir die Wirtschaft so lenken können, dass sie euer Leben verbessert. Und zwar euer Leben viel gesünder und viel glücklicher und viel langlebiger macht. Und dafür eben auch das Leben aller anderen Bürger gleich noch mit. Ne? Und wir dabei alle zusammen, liebe politische Politiker, alle zusammen kriegen wir dabei ein jährliches Wirtschaftswunder von ca. 500 Milliarden Euro, weil wir in allem einen gesunden Degrowth- und Postwachstumsprozess einleiten, der uns besonders bei allen Verschwendungsaspekten der marktwirtschaftlichen Systematik, die ja damit dann beendet wäre. Ja, ja. Dann haben wir sozusagen überall natürlich bei der ÖDP auch wieder die Wirtschaftsschwächung, ja. Zum Beispiel, warum, ich habe jetzt erfahren, dass wir einen Großteil unserer Fleischproduktion exportieren. Die Wohlfühlstimme würde dafür sorgen, dass das, was im Inland verkauft wird, total gesundheitsförderlich wird und dass dadurch auch sozusagen die Tiere eben so aufgezogen werden, dass es für die Gesundheit der Menschen optimal ist. Ja, es wird also auch, wie die ÖDP will, auch Tierschutz um des Tierschutzes willen. Es gibt kein Tier auf der Erde, sogar die Bonobos mit ihrem Bonobo-Kommunismus nehmen keine Rücksicht auf das Leben der Affen, die sie fangen und die sie aufessen, sozusagen. Sagen. Also, es gibt kein Tier in der Natur, das irgendeine Rücksicht auf den Schmerz einer anderen Art jemals nehmen würde. Und das von den Wählern zu erwarten, dass sie etwas wählen, was nicht den Menschen dient, sondern anderen Arten dient, darauf kann man lange warten. Das wird nicht mehrheitsfähig werden und ist damit eine unsinnige Strategie. Das bedeutet nur, dass man nie gewählt werden wird. Ne? Deswegen muss die Formel lauten, wir müssen dafür sorgen, dass der Fleischanteil, der überhaupt trotzdem wahrscheinlich vegan das gesündere, der gesündere Ernährungsstil ist, werden wird sozusagen muss das Fleisch, das im Inland verkauft wird, eben immer gesünder für die Menschen werden und dafür müssen die Aufzuchtbedingungen auch für die Tiere verbessert werden, so dass es dann wirklich um ein gesundes Aufleben und damit um gesundes Fleisch von gesunden Tieren sich handelt, sozusagen. Und aber was exportiert wird, warum wollen wir denn dann bitte schön hier der deutschen Wirtschaft, der Exportwirtschaft, ihre Konkurrenzfähigkeit wegnehmen und die Arbeitsplätze riskieren und die Arbeitsplätze verlieren in der deutschen Wirtschaft? Sozusagen, nein, auf dem Weltmarkt, jeder Staat muss sich um sich selber kümmern. Die anderen Staaten können ja auch die Wohlfühlstimme einführen und dann werden die auch nicht mehr, werden die Lebensmittelhändler dieses Billigfleisch nicht mehr importieren. Aber solange die Welt noch sozusagen Billigfleisch importiert, können wir doch nicht die eigene Wirtschaft unsinnigerweise zerstören, indem wir ihnen sozusagen die Möglichkeit, Billigfleisch für den Export zu produzieren, wegnehmen. Da muss doch volkswirtschaftliche Vernunft herrschen. Die sollen so lange ruhig Billigfleisch exportieren, wie eben der Weltmarkt das noch kauft. Ne? Und wenn er es nicht mehr kauft, ist gut, dann haben wir das Problem gelöst weltweit. Ja? Aber genauso beim Waffenhandel. Die ÖDP will auch wieder, dass die deutsche Wirtschaft geschwächt wird und andere die Waffen an die Welt verkaufen. Warum sollen wir die deutschen Arbeitsplätze zerstören?
Und die anderen Konzerne der Welt, die Waffen verkaufen lassen. Warum sollen wir nicht, also es gibt doch keinen Grund, dass nicht die deutsche Wirtschaft das Geschäft machen soll und die Arbeitsplätze erhalten soll. Das ist wieder diese volkswirtschaftliche Unvernunft, auch in Reihen der ÖDP. Ja, also wir müssen die deutsche Wirtschaft, solange der Weltmarkt noch so ist, wie er ist, Waffen verkaufen lassen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass intern, dass wir in Deutschland von der Waffenindustrie, die Waffenindustrie nur noch finanzieren mit deutschen Geldern, wenn die Zahl der weltweit getöteten Menschen und auch und der in Deutschland getöteten Menschen sozusagen im nächsten Jahr um 5% zurückgegangen ist, sozusagen. Das heißt, wir müssen die Wirtschaft, die Rüstungsindustrie für den deutschen Markt und für Deutschland erst einmal erziehen Richtung Friedensförderungskonzern, ja? Und weltweit Richtung Friedensförderungskonzern dürfen wir ihnen doch aber nicht als erstes verbieten, quasi in den Weltmarkt hinein noch Waffen zu exportieren, solange der Weltmarkt noch kauft. Ja, wir dürfen doch nicht die falsche Reihenfolge gehen. Es muss doch immer die richtige Reihenfolge gehen. Wir sorgen dafür, dass unsere Rüstungskonzerne erst einmal anfangen, Deutschland zum Beispiel mit rein defensiver, abrüstungstauglicher Defensivrüstung auszustatten, also vielleicht mit einem Mini-Raketenring rund um Deutschland, der so Hightech ist, dass er alles abfangen kann, was jemals sich der deutschen Grenze nähert und nicht gewünscht ist, sozusagen. Und ansonsten aber niemanden bedroht, ja? Und dann sind wir doch schon auf dem Weg zu weltweiter Abrüstung und Pazifismus, weil wir damit Deutschland auf dem richtigen Kurs haben, ja? Aber jetzt verbieten das die deutschen Rüstungsfirmen sozusagen ihre Arbeitsplätze so lange erhalten können, solange auf dem Weltmarkt noch Waffen gekauft wären. Das wäre wirtschaftlicher Selbstmord Deutschlands, ja? Ja, also die Wirtschaftsschwächung, das ist ja das, was ja all diese Bewegungen so an sich haben und diese Parteien eben auch an sich haben, ne? Ja. Generell muss man sagen, die Next Scientists for Future sind vernünftig. Tierschutz darf niemals über Menschenschutz gehen. Menschenschutz muss über alles gehen, ja? Und Export und deutsche Arbeitsplätze müssen über alles gehen und nicht die Verarmung von Deutschland in Kauf genommen werden für irgendwelche Weltrettungsideale, wo es darum geht, quasi, ja, es gibt einfach in der linksextremistischen Szene sowas wie Tiere gehen über Menschen und Fremde gehen über die Nachbarn, ja? Nein, wir müssen unsere Nachbarn lieben und deren Arbeitsplätze erhalten und so weiter und nicht die Fremden lieben und die Tiere lieben. Also immer, also sozusagen in der linksextremistischen Szene ist quasi ein versteckter Hass auf die Nachbarn und eine Liebe gegenüber allem, was weit entfernt ist, fremd ist und was tierisch ist, andere Arten und so weiter. Nein, wir müssen für die Menschen so viel Umwelt und so viel Paradiesgärten und Gärten Eden in Deutschland schaffen, dass die Menschen sich wohlfühlen, ja, und dass dafür selbstverständlich auch den Bienen es gut gehen muss, ist selbstverständlich, ja, weil die müssen natürlich unsere Pflanzen bestäuben und so weiter, ja. Aber es geht immer um den Menschen und bei den Linksextremisten geht es immer um was anderes, nur nicht um die Menschen hier vor Ort, ne? Und das ist natürlich ein Fehler, weswegen die natürlich nie die Mehrheit bekommen können, ne? Ja. Natürlich,
Also Ökofleisch eben so weit, wie es der Gesundheit der Bevölkerung zuträglich ist. Und es wird sicher, werden sicher Tendenzen entwickeln, dass unsere Hausärzte uns in ihren Gesundheitskommunen beibringen werden, wie köstlich veganes Essen schmeckt. Und die werden uns sagen, ja, dass wir eben wahrscheinlich Fleisch und Fisch nur noch in medizinischen Dosen zu uns nehmen sollten, wenn es sich wirklich herausstellen sollte, dass es wirklich so ist, was manchmal behauptet wird, dass kleine Dosen an Fisch tatsächlich ist. Die Frage ist natürlich, was für ein Fisch? Kerngesunder, naturbelassener Fisch muss es natürlich dann sein, tatsächlich vielleicht das Leben sogar verlängern könnten, ja? Bei Fleisch habe ich sowas noch nicht gehört, aber das könnte sich ja auch rausstellen. Also wir müssen ja offen sein dafür, dass wir vielleicht sozusagen einmal pro Woche, einmal alle 14 Tage eine ganz kleine Dosis Fisch und Fleisch oder Fleisch brauchen. Aber das können wir dann, wenn die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten ihre Wirkung entfalten, können wir das dann der zukünftigen Wahrheitsfindung überlassen. Ja. Ja, also im Gegensatz zur ÖDP sollte man also dann den Export der Wirtschaft eher stärken und nicht zerstören, wie es die ÖDP machen würde. Ne? Dann würde es die ÖDP auch noch falsch machen, Schluck Wasser. Dass sie den Fehler machen würde, mehr Geld für die Polizei, für mehr Polizei auszugeben, wären ja das Konzept der Next Scientist for Future mit der Unterstimme, der Sicherheitsstimme ja bedeutet, dass wir mit viel weniger Polizisten viel mehr Sicherheit erzeugen können, wenn die Polizisten nicht mehr Täterschutz vor Opferschutz praktizieren, sondern Opferschutz vor Täterschutz praktizieren, und dazu zwingt sie die Sicherheitsstimme, denn dann sozusagen wird man sehen, wird man überrascht sein, wie die Polizisten unsere Freunde und Helfer erstmals wieder werden und uns dienen. Und wenn wir nur Piep sagen und sagen, da beleidigt uns öfters einer, wie sie uns dann sozusagen Zeugen in Zivil schicken werden und diese Täter überführen und dann direkt zu einer Verurteilung führen werden anhand des Videomaterials und so weiter. Also die Polizisten werden wirklich unsere Freunde werden und werden uns schützen vor allen Belästigern und Kriminellen, Beleidigern und all diesem Gesindel, was wir im Moment rumlaufen haben. Und die kriegen sofort eins auf die Finger und dann ist Schluss mit lustig. Ja, das können wir aber wir brauchen dafür viel weniger Polizisten, die aber für das Richtige belohnt werden, also richtige Anreize in die richtige Richtung durch die Sicherheitsstimme als Unterstimme der Wohlfühlstimme. Dadurch lenken wir auch diese Behörde in unseren Dienst und dann werden wir mit einem, ja, vielleicht einem Zwanzigstel oder einem Hundertstel der Polizisten werden wir absolut sicher sein hier in Deutschland vor Straftaten. Ja. Ja. Waffenexport, ja, hatte ich gesagt. Ja, dann wollen sie auch noch fairen Welthandel. Das ist wieder das Gleiche. Das würde wieder bedeuten, warum soll denn Deutschland den Vorreiter machen beim we fairen Welthandel? Ja, jeder Staat soll doch für sich selber sorgen, dass er die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten einführt und eben Müll nicht mehr in seine Supermärkte lässt, ja, und so weiter, ja. Warum soll Deutschland die eigene Exportwirtschaft schwächen, bevor in der Welt das notwendig ist. Warum soll die deutsche Wirtschaft unbedingt jetzt ihre Arbeitsplätze ruinieren, nur um irgendwie die dritte Welt zu retten? Die sollen sich doch gefälligst selber retten, ja? Also wieder dieses Fremdenliebe statt Nächstenliebe, ja? Dann wollen sie auch wieder ein inkompetentes Bildungsreformsystem machen, anstatt zu sehen, dass das Problem ist, dass die Lehrer Narrenfreiheit haben, dass man gezielt gucken muss,
Welcher von Kita, also wir gucken ja eigentlich bei allen. Also genau genommen ist es ja so, dass die Next Scientist for Future mit der Mütterrente, mit der vorgezogenen Mütterrente und dem und den sozusagen von Kita, von Tagesmutter an bis zu, also über alle Instanzen hinweg gucken die Wohlfühlstimmen und die, also guckt man an, was haben die Lehrer bewirkt. Beim Eintritt der Kinder in das Berufsleben guckt man, welche Steuerleistung die bezahlen. Und dann wird das zurück quasi gerechnet und bezogen auf die Mütter, auf die Kitas, auf die einzelnen Lehrer. Und wird faktorenanalytisch, wird über Millionen Kinder hinweg zurückgerechnet, welche Lehrer sind Bremser und werden unten in den Ranglisten angeordnet und welche sind Förderer und die werden die oberen Ranglistenplätze einnehmen und alle Belohnungen für Lehrer werden davon abhängen, wie weiter wirklich die Kreativität und die Fähigkeit der Kinder später wirklich einen gut bezahlten Beruf zu bekommen, gefördert haben und so weiter und wie weit sie eher gebremst haben. Und die Mütter kriegen dann eben diese vorgezogene Rente in Hö analog zur Höhe, also analog passend zur Höhe der Steuerleistung ihrer Kinder, sodass sie sozusagen eine vorgezogene Rente bekommen als Dankeschön für ihre mütterliche Erziehungsleistung, die ja auch wesentlich mit beigetragen hat dazu, ob die Kinder ein nützliches Mitglied der Gesellschaft geworden sind oder irgendwelche kriminellen Lumpen geworden sind, ne? So, also auch da fehlt, und dann bei der Wissenschaft will die ÖDP auch wieder die Narrenfreiheit für die Wissenschaft fortsetzen, ja, sozusagen, nein, auch dort müssen wir, sagen die Next Scientists for Future, die Narrenfreiheit für die Wissenschaft beenden. Wir müssen die Wissenschaftler zuständig machen für bestimmte Regionen und dort müssen sie ihre Forschungsergebnisse anwenden dürfen. Und wenn die dann die Anwendung, die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten dieser Bezirke durchschnittlich verbessert, dann kriegen diese Wissenschaftler Belohnungen und so weiter. Und wenn sie aber eher mit ihrem nichts Nützliches erforschen und nur die Gelder der Bevölkerung vergeuden, sinnlos, dann gibt es eben keine Belohnungen. Ja? Und dann müssen sie mit einem ganz winzigen Grundgehalt auskommen, sozusagen. Also Wissenschaftler müssen sich im Prinzip wie alle anderen auch ihre Prämien verdienen und das Grundgehalt darf nur ganz winzig sein, damit wir nicht weiterhin eine schädliche Pseudowissenschaft haben, wie die mittlerweile zu Großteilen unsere Universitäten füllt, wo im Elfenbeinturm an der Gesellschaft vorbei geforscht wird und völliger, teilweise größter Unfug getrieben wird. Ich denke da nur an die Geisteswissenschaften, ja. Ja. Und dann will die ÖDP höhere Gehälter für Pflege, anstatt einfach über die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten dafür zu sorgen, dass Pflege sozusagen eine Pflegekommune so wie eine Hausarztkommune gestaltet wird. Also die Hausarztkommune verführt die Menschen zu einem gesünderen Lebensstil und genauso soll dann die zukünftige, soll der Pflegeheimleiter sozusagen, wird quasi zum Kommunenleiter, wie ein Hausarzt sozusagen und versucht, dass seine gesamte Einrichtung in eine Verführung, in Richtung Sport und Gesundheit und gesunde Ernährung und so weiter wird. Und sozusagen, wenn die Gepflegten immer gesünder und immer glücklicher und immer länger leben, dann gibt es Belohnungen für die Pflegeheimleiter und dadurch haben wir die richtige Pflegereform, ja? Und ja, und dann
Dann will die ÖDP quasi so eine Art Erziehungsgehalt für Eltern geben, ja. Das ist das völlig falsche Signal. Die wollen dann auch irgend sowas wie ein Grundeinkommen machen. Da ist dann wieder die Frage Mini oder Maxi. Über Mini kann man mit den Next Scientists for Future reden. Maxi bedeutet immer, dass es eine riesige Prämie fürs Kinderkriegen ist. Und da haben wir dann wieder das Dilemma. Ich gehe mal gerade drauf ein hier. Wo haben wir es? Hier, wir haben da wieder das große Dilemma, diesen Aberglauben, diesen antinaturwissenschaftlichen Aberglauben der spinnerten Bevölkerung sozusagen, Bevölkerungsanteile, die also glauben, alle Menschen seien gleich und es sei völlig egal, was für ein Kind geboren würde, ob zwei geistig Behinderte ein Kind bekommen würden, das aus dem könne man genauso ein Genie machen, ist der Aberglaube, wie wenn zwei Genies ein Kind bekommen. Sozusagen. Nein, der größte, der schnellste Weg zur Zerstörung Europas ist, wenn wir weiterhin es so machen, dass wir das Kinderkriegen von dummen Menschen belohnen und fürstlich belohnen mit irgendwelchen Erziehungsgehältern oder Grundeinkommen und so weiter. Ja, muss sich das mal vorstellen, wenn man nur 1000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen hätte und das auch für die Kinder, dann könnte eine geistig behinderte Mutter, die 20 Kinder in die Welt setzt, würde die in Saus und Braus leben können mit 20.000 Euro, die sie jeden Monat bekäme vom Staat, ja, und sie würde lauter arbeitsunfähige, dumme Kinder in die Welt setzen und verwahrlosen lassen und so weiter und würde sich mit den 20.000 Euro einen schönen Tag machen, sozusagen. Und solche naiven Vorstellungen, also wie gesagt, wir müssen jegliche Form des Kindergeldes abschaffen. Wir müssen hier die Mütter regelrecht, jede Mutter überschütten mit Förderung und Hilfen, sodass sie am Arbeitsplatz ihr Baby stillen können und dass eine umfassende betriebskindergärtliche Betreuung von Staats wegen finanziert wird, sodass die Betriebe keinerlei Nachteile haben, wenn sie Mütter weiter beschäftigen und so weiter, sodass also dann die Betriebe sagen, ja, wir stehen, für uns ist es wirtschaftlich eine gute Sache, wenn unsere Mütter am Arbeitsplatz ihre Babys stillen und weiterarbeiten. Das ist eine gute Sache für uns Betriebe, weil der Staat uns fürstlich unterstützt und die Mütter sagen, ja, es ist für mich eine gute Sache, dass ich Karriere und Kinder endlich verbinden kann. Und so werden wir dann wieder Kinder bekommen von fähigen Leuten, die uns die Arbeitsplätze schaffen. Und diese Kinder, die werden uns neue Unternehmen gründen, werden Arbeitsplätze schaffen und werden Europa wieder zur Nummer 1 in der Welt machen, während wenn wir auf die ÖDP hören würden, würde Europa bald, wir würden alle auf dem afrikanischen Niveau von 2 Euro am Tag dann bald dahin vegetieren müssen. Ne? Ja. So. Ja. Wie gesagt, über ein bedingungsloses Grundeinkommen kann man diskutieren, wobei dann wir natürlich Professor Panse hören müssen, der uns eher vielleicht sagen würde, nein, das ganz vollständige Wegnehmen eines gesunden Angstanteiles, einer gesunden Grundangst sozusagen im Leben, könnte dazu führen, dass wir einfach dann zu wenig Arbeitsaktivität in der Gesellschaft haben und dann volkswirtschaftlich kaputt gehen. Aber das kann man gerne diskutieren, ja? Ja. Ja, und dann die ÖDP will auch wieder offensichtlich kein knallhartes Reagieren auf Internetkriminalität, ja, die Next Scientists for Future.de, wenn die Polizeireform dann gegriffen hat und die Staatsanwalts- und Richterreform, denen wir ja auch die Narrenfreiheit nehmen müssen, sozusagen, wenn wir dann also sozusagen wirklich Kriminalbeamte haben, dann haben wir am Telefon, da rufen wir, nehmen wir einfach das Telefon in die Hand, sagen, da und dort im Internet, schlagen Sie es gerade mal im Internet auf, da hat mich gerade jemand beleidigt oder verleumdet oder diffamiert.
blamiert oder rufgeschädigt oder was auch immer, was es da an Straftaten mit Worten gibt. Und dann wird der Kriminalbeamte da direkt ermitteln, wer ist der Täter, und der kriegt dann sofort, wird sofort verurteilt und sofort in Haft genommen oder kriegt sofort seinen Strafbefehl, und von den Strafbefehlgeldern kriegt das Opfer dann auch einiges ab und so weiter, so dass dann wieder Recht und Ordnung hergestellt wird. Ja? So muss es sein. Ja? Und dann will die ÖDP natürlich wieder Flüchtlinge nach Deutschland reinschaffen, sozusagen, Schluck Wasser. Anstatt wie die Next Scientists for Future Asylanlagen in der Nachbarschaft der Gebiete zu machen, sodass nach Deutschland gerne sozusagen Ausländer reinkommen wollen, wenn sie das unbedingt tun wollen, trotz der gesundheitlichen Risiken für diese selber. Aber hier, brauchen wir frische Gene aus aller Welt, aber aus dem Hochleistungsbereich aus aller Welt. Also Fachleute aus aller Welt, gerne gesehen in Deutschland. Hochqualifizierte Professoren, Doktoren, Milliardäre, Millionäre, die was mitbringen und so weiter. Hochqualifizierte, gerne. Da machen wir gerne ein hochqualifiziertes Multikulti in Deutschland. Aber bitte schön, keinerlei unqualifizierte Zuwanderung nach Deutschland. Das ist das Minimum einer volkswirtschaftlichen Vernunft. Ja, also insofern aber sozusagen wieder, können wir wieder zeigen hier, also die ÖDP ist also hiermit aufgenommen in die, als die Partei, die zwar viel Falsches sagt, ja, aber eben insgesamt noch weniger Irrtümer aufweist als die anderen Parteien. Und gerade weil sie eben eine positive Beziehung zur Gemeinwohlökonomie hat, ist sie deswegen, also hier und deswegen hier die Liste derer, die zwar viele Irrtümer haben, aber weil sie eben nicht nur Irrtümer haben, überhaupt hier erwähnt werden. Alles andere, was wir nicht erwähnen, halten wir für so daneben, dass es nicht der Rede wert ist. Also lesen Sie sich wieder diese Liste durch. Also wenn Sie schon unbedingt neben dem Studium der Next Scientists for Future noch irgendwas anderes studieren wollen, dann bitte aus diesem Bereich, weil hier immer noch überall einzelne Wahrheiten mit enthalten sind, neben vielen Irrtümern, wie wir ja heute wieder am Beispiel der ÖDP verdeutlicht haben. Viele, viele Irrtümer neben einigen guten Überlegungen, und wegen der guten Überlegungen ist jetzt die ÖDP in dieser Liste der Best-of oder am wenigsten schlecht-of, also der am wenigsten worst-of enthalten. Und ja, das war's mal wieder für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.